sodass wir ein klares Wasser erhalten, sodass wir das zumindest in der Kesselreinigung im Kreislauf wieder einsetzen können. Das sind über 140.000 Liter. Wir als Hersteller von Lacken sollten eigentlich eher ein Augenmerk darauf legen, wo können wir unseren Kunden bei der Nachhaltigkeit unterstützen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch nachhaltig in unserer Herstellung sein. Energieeinsparung, Wiederverwendung von Rohstoffen, nachhaltige Rohstoffe, nachwachsende Rohstoffe, wo immer es möglich ist. Und um das alles einfach mal auf eine gerade Linie und auf eine Richtung zu bringen mit der entsprechenden Dokumentation. Deswegen sind wir ins nachhaltige Wirtschaften gegangen. Die Heidelberger Lackfabrik ist ein mittelständischer Hersteller von Holzlacken für den Innenbereich. Wir sind 1952 gegründet, hier am Standort seit 1959 und haben ca. 80 Mitarbeiter. Nachhaltigkeit an sich ist sehr gut, nicht nur im Unternehmenssinne, auch im globalen Sinne, natürlich auch im privaten Sinne. Dass wir das hier umsetzen, ist eine gute Sache. Der Chef macht das schon seit mehreren Jahren jetzt. Wir haben eine neue Solaranlage gebaut. Das Thema Energiesparen und auch Mülltrennung wird sehr groß propagiert im Unternehmen. Ich und auch viele Mitarbeiter arbeiten im Thema zusammen, damit wir eben gemeinsam nachhaltig sind. Wir haben drei konkrete Maßnahmen umgesetzt. Einmal die Wärmerückgewinnung unserer Lüftung. Wir haben eine Heizungssteuerung hier in der Verwaltung mit computergesteuerten Ventilen und wir haben unsere Druckluft erneuert. Wir haben inzwischen eine Reinigung unserer zugekauften IBCs, dass wir sie hier in der Produktion und nach Prüfung auch für unsere Kunden einsetzen können. Wir haben einen Elektrostapler angeschafft und damit den Dieselstapler ersetzt. Wir fangen an, unsere Betriebsfahrzeuge für die Leitungsetage, die nicht im Außendienst sind, auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Wir sind dabei, die entsprechende Ladeinfrastruktur zu schaffen. Diese Düsen, die Sie sehen, das ist die Wärmerückgewinnungsanlage, der Einlass. Wir wollen versuchen, unser Prozessabwasser so zu reinigen, dass wir es entweder einleiten bzw. vorzugsweise wieder für die Reinigung unserer Prozessanlagen nutzen können. Das ist ein Riesenthema. Ansonsten ist es eher in die Richtung Maschinentechnik. Besserer Einsatz der richtigen Maschine für das richtige Verfahren. Lösen, Dissolvern, Mischen, wo es heutzutage bessere Lösungen gibt, die das können und energieeffizienter können. Wo auch immer wir können, auf Frequenzrichter, Drehzahlregelung gehen. Auf Zeitsteuerung, dass die Rührer nicht unnötig lange laufen. Das sind so die Projekte für die Zukunft. Ich finde es richtig, es ist wichtig. Ich denke, es ist nicht nur für unsere Arbeitgeber oder für uns hier wichtig, es ist grundsätzlich wichtig. Ich bin natürlich stolz in der Hinsicht, das, was wir machen, was nicht jeder tut. Aber ich denke, es gehört einfach dazu und es muss gemacht werden, unabhängig davon. Die Zukunft ist nötig. Es gibt nur eine Erde.